Ja, der Kampf gegen Zwangsräumung ist extrem wichtig, aber er ist nur einer von vielen Konflikten, die gerade in dieser Stadt ausgetragen werden, wo es darum geht, wie wollen wir eigentlich, dass Berlin ist, wie, in welche Richtung soll sich diese Stadt entwickeln, soll sie in 10, 20 Jahren aussehen wie Paris oder London oder eben nicht. Und am Samstag, den 28. September, findet eine große Demo statt in Berlin. Wem gehört Berlin? Getragen von einem sehr breiten Bündnis von vielen Initiativen und Gruppen. Und ich lese mal kurz vor, worum es geht. Ich hoffe, ihr kommt alle. Also, wem gehört Berlin? Die Mieten werden immer höher, die Freiräume immer weniger. Menschen werden zwangsgeräumt und die Preise für Nahverkehr und Energie steigen. Viele Menschen sind von rassistischer Hetze betroffen. Geflüchtete werden vom Staat entrechtet und diskriminiert. Die aktuelle Verdrängungspolitik betrifft all jene, die in der vom Senat und Investoren vorangetriebenen Kommerzialisierung Berlins nicht mitmachen können, dürfen oder wollen. Doch Menschen setzen sich aktiv gegen diese Zustände zur Wehr und kämpfen für eine Stadtpolitik, die sich nicht nach dem maximalen Profit richtet, sondern nach den Bedürfnissen aller Menschen, die dort leben. Für eine Stadt für alle, in der jeder Mensch ungeachtet des Einkommens, der Nationalität oder des Status wohnen und sein kann. Am 28. September findet ein bundesweiter Aktionstag gegen die kapitalistische Verwertungslogik in den Städten und der damit einhergehenden Verdrängung statt. Die Aktionsdemo in Berlin wird unsere Kämpfe sichtbar machen und Verein zum Ausdruck bringen. Die verschiedenen Kämpfe sieht man auch schön auf dem Demo-Poster, das ihr hoffentlich auch bald überall im Stadtbild seht. Zusammen wollen wir unseren Widerstand stärken, um zu verteidigen, was uns bleibt und zu holen, was uns zusteht. Kommt zur Aktionsdemo am 28. September, denn die Stadt von morgen beginnt heute. Für eine kämpferische Stadtpolitik von unten.